Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 7 Days to Die. Ja, in den letzten Folgen sind wir ja leider ein paar Mal gestorben. Ah, zum Kotzen. Habe ich auch aufgehört, ich hatte keinen Bock mehr. So, hier haben wir jetzt gar nichts mehr, ne? Und überhaupt gar nichts. Ah, ups, Quatsch, wo ist der Ausgang da? Konnte ich da drauf stehen? Achso, wegen der Leiter. Gut. So. Also, alles nochmal von vorne. Machen wir jetzt erstmal einen Knüppel. Damit wir wenigstens eine Waffe haben. So, können wir den schon bauen? Ja. Fertig. Jetzt haben wir schon eine gute Keule. So, kriegen wir da auch Holz raus, wenn wir den. Ups. Kommt aber kein Holz raus, war? Nö, nicht wirklich. Na gut, dann sammeln wir uns erstmal hier Steine und so, dass wir auch eine Pickaxe, eine Steinaxe haben. Und vielleicht noch einen Bogen bauen können. Das ist so zum Kotzen, dass wir hier permanent sterben, ja. Fühlen wir ja schon hier, als ob ich das Spiel noch nie gespielt habe. So, was haben wir? Holz müssen wir genug haben, brauchen noch Steine. Da liegt einer. Natürlich musst du gleich brüllen. Wo bist du denn? Hä? Wie hast du mich gesehen, Kollege? Komm her, ich hab einen Knüppel. Bin hier mir ganz unbewaffnet. Ja, das tut weh, ne? Hier hast du noch ihn. Ja, sag mal, kannst du mal umkippen? Der Knüppel ist gut. Ja, wenigstens haben wir ein bisschen Schmuck hier fürs Gesicht und eine Brille. Sehen wir bestimmt gleich richtig hübsch aus. Ja, so sehen wir hübsch aus. Haben wir hier noch irgendwo einen Stein rumliegen? 5 Stück brauchen wir ja für diese Spitzhacke oder für diese Steinaxt. Und wir haben natürlich mit Knüppeln noch nie so gelevelt, also sind wir da noch sehr schwach. Warte mal, vielleicht können wir ein bisschen leveln. Wir müssten ja genug Punkte haben, oder? Na, guck mal an. So, Klingen, stumpfe Waffen. Komm, leveln wir mal hier hoch. Ist mir jetzt egal, alle Punkte weg. Ja, jetzt müsste das auch richtig zecken, wenn wir damit zuhauen. So, haben wir genug? Ja. Dann sind wir ja schon mal ein bisschen ausgerüstet. So. Die ist noch nicht so dolle. Bogen kann man noch nicht bauen, weil Holz fehlt. Okay. Aber mit der Axt kriegen wir ja ein bisschen Holz hier. So. Dann haben wir auch schon mal den Bogen. Vielleicht finden wir hier noch ein kleines Nestchen, damit wir auch noch ein paar Pfeile bauen können. Wäre natürlich wunderbar. Oh, hier liegen wenigstens ein paar Steine rum. Das ist schön. Aber keine Nester, ne? Was nun wieder nicht so schön ist. Nest, 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 Nest. Keine Nester da. Da haben wir eins. Ach, natürlich sind da Eier nur drinnen. Warum auch nicht? Aber unser Rucksack war ja gar nicht so weit weg. Der lag ja hier vorne in der Stadt, ne? Da waren noch normalerweise unsere ganzen Waffen drinnen. Wir haben schon bald den 14. Tag und ich habe im Grunde nichts weiter gebaut als da eine kleine Holzmauer. Wie Shadow so richtig sagte. Das ist kein Schutz. Komm her, gute Frau. Hab gelevelt. War ja ohne Dolle, wa? War das jetzt besser? Nee, oder? Ich weiß nicht. Ah. Da war ich dran. Naja. Und wie sieht es denn aus? Bogen haben wir. 13 Federn. Zack. Und dann werden wir mal los. Warte mal. Wir machen mal vielleicht noch einen Bogen. Wenn wir hier mal erwachen, irgendwann mal mitten in der Nacht. Dann haben wir den hier.
Ist mir irgendwie sicherer, wenn wir hier auch mal wirklich eine Waffe haben. Weil wir haben ja überhaupt nichts hier. Ein Vogelnest direkt hier an der Basis? Ich weiß ja nicht. So, dann packen wir mal den ganzen Krempel hier rein. Den Bogen und die 13 Pfeile. Habe ich nicht einen neuen Bogen in Auftrag gegeben? Doch, war der neue Bogen schon. Gut. Achso, Steine haben wir keine. Na gut, 4 Pfeile sollten ja auch erstmal reichen. Obwohl, da kriegen wir ja Steine raus aus diesem Hohlblockstein hier. So. Dann können wir uns wenigstens noch ein paar Pfeile machen. Okay, dann haben wir ja ein paar. So, passt doch. Damit können wir doch schon mal was anfangen. Naja, da steht unsere Band. Die muss natürlich noch höher gebaut werden und wir müssen da drin noch ausbauen. Oh, das wird noch eine ganze Tortur. Naja, gut. Sind wir eigentlich hier die Straße schon mal hoch? Nee, sind wir noch gar nicht. Sollten wir vielleicht auch mal machen. Jetzt werden wir erstmal unseren Rucksack holen und dann hier hinten unseren Rucksack irgendwo holen. Hier bei der Bank sind wir ja auch gestorben. Weiß nicht, ich bin schon lange nicht mehr so oft gestorben. Spielst du überheblich, habe ich das Gefühl. So, ups. Ein Vogelnest, was natürlich gelootet ist. Du auch gelootet, schade. Du bist noch neu und unangetastet, das finde ich gut. Steinchen, Steinchen, rein in die Tasche. Auch Pfeilen brauchen wir ja. Hat man hier Bäume gepflanzt? Anscheinend, ne? Gut, wir brauchen ja auch noch 4 Holz. Soll mal wachsen. Ups, natürlich gelootet. Ui, auch gelootet. Na, jetzt muss doch langsam unser Rucksack hier kommen. Da ist er doch. Ah, wir hatten noch keine Pfeile wirklich so bei, ne? Ja, komm, scrappen wir. Scrappen wir. Die Keule kann auch gescrappt werden. So, den Rest stecken wir ein. Und dann... Ja, was hatten wir letztes Mal gemacht? Wir waren im Grunde... Wir hatten Pfeile gesucht, ne? Damit wir hier wieder zu unserem anderen Rucksack können und sind dabei gestorben. Na gut, dann laden wir uns mal hier aus. Wer brüllt mich denn da schon wieder von der Seite an? Komm, wir sparen mal jetzt ein paar Pfeile. Wir haben ja wohl mit diesen Knüppeln jetzt auch gut gelevelt. Sollten wir ja auch schaffen. Haben wir hier schon dran? Ja, natürlich. Oh, warum bist du nicht aufgewertet? Die Mauer war nicht fertig. Hilfe. Oh, hier haben wir ja auch noch so viel Arbeit. Mann, 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 Mann. Hatte ich die Kisten leer gemacht eigentlich? Ja, ne? Lässt es auch weg. Und die Bäume finde ich ja schön. Die lasse ich da stehen. Sieht es hier mit unserem Feld aus. Das sieht auch sehr gut aus. Können wir mal schon wieder Mais hier mitnehmen und gleich einpflanzen. Kriegen wir neue Pflanzen raus, das ist doch gut. Ah, jetzt gibt mir das Bein. Wie kann denn sowas passieren? So, kann durchlaufen. Unterdessen bringen wir die Sachen weg. Achso, hier soll eine Tür rein. Hab mich gerade gewundert, warum ist da offen. Und hier wollten wir ein Horst bauen. Sind wir auch noch nicht zugekommen. Also wir haben noch eine Menge zu bauen und ich glaube, wir sind am 14. Tag schon wieder völlig ungesichert. Blöder Zombie. Blöder Zombie. So, leveln wir auf jeden Fall die Keule mal ein bisschen. Kann nicht schaden, wenn man die auch ein bisschen besser kann.
Wir sollten Athletik vielleicht ein bisschen lernen, damit wir nicht immer so außer Atem sind gleich. So. Was haben wir denn hier schon? Essen können wir uns erstmal satt essen hier. Wir sollten auch dran denken, mal öfter die Eier mitzunehmen. Damit wir uns da besseres Essen machen können. Ja. No. Einmal schön satt essen. Ja, ist man schon fast ein bisschen satt, ne? Oh, dann trinken wir gleich noch ein bisschen. Noch mehr? Komm her. Jetzt müssen wir wieder durch dieses blöde Gebiet mit den ganzen Hunden. Bisschen trinken nehmen wir uns mal mit. Essen werden wir nicht mitnehmen, nicht dass wir da unterwegs riechen und die ganzen Hunde uns dann gleich erstmal anknabbern wollen. So, Sandwich kommt im Grunde hier rein, weil wir ja mit der Chemiestation irgendwann die, na sag schon, die Antibiotika-Dinger machen können, ne? Oh, du kannst dahin. Konnten brauchen wir nämlich jetzt nicht bei haben. Bei Explosivstoffen hatten wir dieses Zeug drin. Bei Bausachen hatten wir bestimmt die Rohstoffe drin, ja. Können wir auch mal ihn hier hinpacken. Oh, bei Essen können wir noch die Eier ablegen. Ach, guck mal, wir haben ganz viele Eier. Interessant. Waffen packen wir ihn rein. Und hier hatten wir ja noch die Sachen mitgenommen. Jetzt gerade aus diesem Rucksack da. So, den können wir mal anziehen. Thunfisch haben wir auch noch in der Tasche. Kommt natürlich auch hier hin. Und den Rest werden wir mal behalten. Dann pflanzen wir mal unseren schönen Mais an. Warum wird den jetzt schon warm? Kommen wir hier runter? Naja, nicht wirklich. Wäre wahrscheinlich andersrum besser gewesen. Hä? Wo ist der Ausgang? Ist wahrscheinlich komplett falsch gerade. Das Haus mussten wir auch wieder aufbauen. Wir haben echt noch eine Menge zu tun hier. Na gut, ich denke mal, Mais haben wir dann auch genug bald. Feld kriegen wir noch nicht voll, aber okay. So, du? Nein. Das war wahrscheinlich noch nicht reif. Egal. Was sind die blauen Bärer? Ja. Gut, und du bist auch noch keine Ahnung. Gut. Okay, Mantel ausziehen, wir werden zu warm. Und dann werden wir da mal hochjumpen. So, ist nachgeladen, alles gut. Sollten vielleicht aber noch ein paar. Nase juckt. Ein paar Vogelnester finden, dass wir noch ein paar Pfeile nachbauen können. Aber mit den ganzen Hunden da ist sehr unsicher. Und dann haben wir ja da oben auch noch die etwas härteren Gegner, die Schneezombies. Da sollten wir schon ein paar Pfeile haben. Ups, Entschuldigung. Oh. Und war jetzt aber nicht mit Absicht, du. Pillen sind gut. Wir hätten vielleicht auch mal noch einen Verband mitnehmen sollen, ne? Komm, wir machen mal hier aus Kotten noch einen Verband. Mit den Hunden, die, wenn die uns beißen, dann bluten wir ja meistens. Und wir sind da hinten verblutet, ne? Weil wir keine Bandagen bei hatten. Und das sollte uns nicht wieder passieren. So, Stoff. Zweimal. Ich hoffe, das reicht. Ich weiß nicht. Wir haben ja die Rezepte alle so geändert, dass ich das gar nicht mehr so genau weiß, wie viel Kotten oder Stoff man braucht.